Hallo, liebe Zuschauer. Heute ist die letzte Ausgabe von Politosaurier. Und als letzten Kandidat habe ich mir Hauke Schröder von den Piraten dazu geholt. Hallo, Hauke. Hallo, Henning. Bei den Piraten, wofür steht man denn da? Als Pirat steht man zum einen für freie Bildung, keine Studiengebühren etc. Außerdem setzt man sich für den Schutz der persönlichen Daten an. Jeder Bürger hat das Recht, anonym zu bleiben, wenn er das wünscht. Und wir wollen eine Verbesserung des Urheber- und Patentrechts zum Vorteil beider Seiten, der Nutzer und der Urheber. Ja, dazu kommen wir später noch, aber erstmal, was unterscheidet euch denn noch so von anderen Parteien und Hochschulgruppen? Es ist schwer zu sagen. Wir sind eine Gruppe, die mit sehr wenigen Themen nur arbeitet, aber ich denke, diese können wir zumindest sehr kompetent vertreten und alleine dadurch, dass wir diese Themen mit einer gewissen Kompetenz vertreten, unterscheiden wir uns von den anderen Parteien, da sie diese Themen über lange Zeit vernachlässigt haben und eigentlich immer noch vernachlässigen. Ihr seid ja auch jetzt eine relativ junge Partei. Was habt ihr denn von euren Zielen bisher so erreicht? Bisher leider noch nicht allzu viel, außer vielleicht, dass sie doch diese Thematiken in die Öffentlichkeit gedrängt wurden. Aber solange man nicht irgendwo sitzt, wo man etwas ändern kann, kann man leider auch seine Ziele nicht durchsetzen. Wie sieht es denn eigentlich so aus mit neuen Mitgliedern oder überhaupt Zuwachs in Greifswald und Mecklenburg-Vorpommern? In Mecklenburg-Vorpommern an sich relativ schlecht. Wir haben eher einige Hochburgen, dort wo Universitäten und Fachhochschulen stehen. Rostock und Greifswald sind eigentlich neben Schwerin die großen Städte eigentlich für die Piraten. Allein schon mal, dass wir auch bei der Bundestagswahl in Greifswald unser bundesweit drittbestes Ergebnis eingefahren haben. Dann kommen wir jetzt mal zu euren ersten Punkten. Ihr wollt ja die Bürgerrechte verteidigen. Wie genau habt ihr euch das denn vorgestellt? Da gibt es verschiedene Ansätze. Es ist zum Beispiel für uns ist der RFID-Chip im neuen Personalausweis nicht wirklich gut, da er doch relativ leicht auszulesen ist, wenn man Ahnung hat und man damit tatsächlich den Weg einer Person nachverfolgen kann, wenn er an gewissen Orten vorbeigeht. Und noch ein weiterer Punkt war ja auch, dass ihr die Politik transparenter machen wollt für die Bürger. So zum Beispiel, dass geheime Wahlen eben nicht mehr geheim sind. Könnte es da nicht irgendwie zu Problemen kommen oder zu irgendwelchen Nachteilen für die Bevölkerung? Ja, das ist möglich, aber wir sehen eher den großen Vorteil für die Bevölkerung, dass sie ganz klar sieht, was passiert, wer macht was und dass wir hoffen, dadurch vielleicht auch durch diese Transparenz ein höheres Interesse wieder an der Politik zu wecken. Wünschst du dir manchmal, dass im Stupa die geheimen Wahlen nicht mehr geheim sind? Das ist wirklich schwer zu sagen. Also ich denke, gerade bei einigen Themen ist es vielleicht angebracht, aber es würde auf jeden Fall manche Sachen doch enorm verkürzen, das definitiv. Aber dass ich es mir wirklich wünsche, kann ich jetzt so nicht sagen. Da wir gerade beim Thema Stupa sind, fühlst du dich nicht manchmal einsam so und als einziger Pirat unter den ganzen anderen? Ja, natürlich. Aber ich denke, da wir in dieser Legislatur auch etliche freie Stupisten haben, so alleine bin ich dort auch nicht. Und allein schon mal, man wird doch mit einbezogen von einigen Parteien. Natürlich hat man irgendwo immer den kleinen Posten des Außenseiters. Ne? Wie wichtig hältst du eigentlich dieser Stupa? Ist es wirklich wichtig und Entscheidungstreffen oder ist es eher nur so zur Schaustellung? Ich stehe dem eher gespalten gegenüber. Es hat natürlich schon seine Befugnisse dadurch, dass wir das Geld der Studenten verwalten und auch die Asta-Referenten wählen und damit eigentlich auch einen gewissen Einfluss darauf nehmen, wer die Studenten dann unterstützt. Ja, kommen wir zurück vom Stupa zu euren Zielen. Eins eurer Ziele ist ja auch das Abschaffen vom Patentrecht. Falls es dazu kommen sollte, könnte es nicht zur Innovationshemmung kommen, dass man irgendwie sich nicht mehr daran beteiligen will, weil man ja sowieso nicht bezahlt wird? Oder wie habt ihr euch das vorgestellt? Es geht eher um eine Reformierung des Patentrechts, wie ich am Anfang schon sagte, zum beiderseitigen Nutzen, da es oft genug nur noch als eine Hürde für neue Marktteilnehmer genutzt wird. Das ist einfach eigentlich ein Zustand, der nur noch ausgenutzt wird, um tatsächlich neue Marktteilnehmer davon abzuhalten, in diesen Markt einzudringen.
Was ihr auch noch abschaffen wollt, ist die Zensur im Internet. Könnte es da nicht auch zu Problemen kommen, gerade bei der ganzen Masse an Internetseiten? Und ihr wollt ja auch, dass es mit staatlichem Eingriff funktionieren soll. Wie funktioniert das? Nun, einfach schlicht und ergreifend, für uns findet eine Zensur nicht statt, wie es auch eigentlich im Grundgesetz festgeschrieben ist. Daher sehe ich eigentlich dort gar keinen großen Diskussionsbedarf. Ja, und wie soll es dann so bei so Seiten gehen, so mit rechtsextremen oder kinderpornografischen Inhalt? Dort sind dann im Grunde für mich die Betreiber der Server, auf denen die Seiten laufen, in der Pflicht. Schließlich können sie diese Seiten einfach vom Netz nehmen, sie speichern und dann den zuständigen Behörden übergeben mit die Informationen, die sie daraus ziehen. Wenn man sich jetzt Sachen aus dem Internet downloaden würde, so Bücher, Musik oder Filme, wie steht ihr dazu? Das wollen wir fördern, einfach da wir es als Möglichkeit sehen, dieses neue Medium, das wir haben, entsprechend zu nutzen. Dann zur letzten Frage zum Thema Vorratsdatenspeicherung. Wie steht ihr denn dazu? Ja, wir sind natürlich strikt dagegen, denn wie ich schon sagte, es muss jeder selbst entscheiden können, ob seine Daten gespeichert werden. Und ohne seine Zustimmung darf so etwas nicht geschehen. Aber wenn jetzt zum Beispiel auf Facebook, könnte man ja eigentlich man macht es ja eigentlich schon freiwillig, seine ganzen Daten preisgeben. Ist es nicht eigentlich schon sowas Ähnliches? Dort passiert es aber, wie du sagst, freiwillig. Ob mehr oder minder bewusst, das sei jetzt mal dahingestellt, aber es passiert freiwillig. Ja, das war's jetzt erstmal mit den Fragen. Jetzt kommen wir erstmal zum Spielchen, zur Erklärung. Das ist sozusagen das Bewertungsspiel. Also ich gebe dir Begriffe oder kleine Sätze und du musst sie bewerten auf einer Skala von 1 bis 10. Und 10 ist Zustimmung oder also jedenfalls die positive Antwort und 1 ist natürlich das Gegenteil, also Ablehnung oder nicht dafür sein. Du kannst dann auch, also du musst das nicht immer machen, aber einige Antworten könntest du vielleicht kommentieren, warum du sie so bewertet hast. Kino-TO. 10. Unisport. 8. Political Correctness? 1. Ich sag ganz klar, ich bin dagegen. Ich lasse mir nicht den Mund verbieten und deshalb, ich möchte gerne reden, wie ich möchte. Grillen an Ruinen? 9. Das ist ein sehr gutes Projekt, das wirklich auf die momentan doch durchaus katastrophale Raumsituation an unserer Uni hinweist. Serien im Internet gucken? 10. Abends ein Trinken gehen? 10. Rum? Darf ich so auch kommentieren? Angst vor Prüfung? Habe ich nicht. Und das letzte, Studentenleben? Jetzt hier konkret in Greifswald? Ist gut, ich würde ihm eine 8 geben. Ja, Hauke, das war's auch schon mit dem Interview. Danke für die Antworten und dass du Zeit gefunden hast. Und wir sehen uns dann nicht mehr. Wie gesagt, das war die letzte Ausgabe von Politosaurier. Aber wenn ihr politikhungrig seid, dann bleibt einfach bei uns, denn vielleicht haben wir das eine oder andere für euch geplant. Also, bis dahin. Tschüss!